Heute gibt's Fisch und ich freue mich ganz besonders drauf, denn es ist ein Gericht, wo wieder ein kleines bisschen gespielt wird in der Dekoration. Wir machen einen gedämpften Kabeljau in einem Zucchini-Mantel, dazu ein Selleriepüree und noch etwas Kartoffeln. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt. Ich starte mit dem Püree, dafür schäle ich erstmal kurz den Sellerie. Anschließend schneide ich ihn einfach nur in Scheiben, etwa so 2 cm stark, und die Scheiben dann in Würfel. Zudem hier noch 2 Sellerie, 3 Kartoffeln, etwas Möhre, Zwiebel und Knoblauch und natürlich auch noch den Kabeljau. Da habe ich ein Filet genommen und nicht das Kabeljau-Loin, denn ich muss noch eine Farce machen, also eine Masse, indem ich den Fisch ein bisschen einpacken kann, damit der Mantel von der Zucchini besser hält. Die Pfanne mache ich schon mal heiß, gebe da jetzt meine Würfelchen rein vom Sellerie. Den Sellerie brate ich an bei etwa 3/4 der Hitze und schneide dazu noch etwas Zwiebel klein. Und wenn der Sellerie ganz leicht angebraten ist, wir also eine minimale Farbgebung haben, kommt die Zwiebel mit dazu in meinen kleinen Topf. Hier brate ich weiter. Und so lange schäle ich schon mal die Kartoffeln. Wenn die Zwiebeln glasig sind, lösche ich ab mit einem Schluck Weißwein und schneide die Kartoffeln in schöne Würfel. Nach ein paar Minuten ändert sich das Geräusch hier im Topf. Wenn die Flüssigkeit verdunstet ist, brät es wieder leicht an. Das bedeutet, der Weißwein ist rausgekocht. Dann lösche ich ab mit Gemüse oder Fischfond. Und darin koche ich jetzt den Sellerie und die Zwiebeln richtig weich. Das heißt, auch wieder etwa zur Hälfte die Flüssigkeit verkochen lassen. Die Kartoffeln gebe ich in einen Topf. Natürlich ist es hier jetzt relativ wenig, was rauskommt. Es geht hier primär auch ein bisschen um die Optik, weil wir werden heute einen besonders schönen Teller machen. Den setze ich jetzt kurz an mit Wasser, koche die Kartoffeln auf, gebe dann Kurkuma dazu, dass sie noch intensiv gelber werden, stelle den Topf beiseite und lasse es nachziehen. Diese Abschnitte der Kartoffel, die halte ich natürlich immer zurück, denn aus solchen Sachen kann man noch tolle Pürees machen oder auch manche geben die Kartoffeln direkt rein zum Sellerie. Die machen dann kein reines Selleriepüree, sondern ein Sellerie-Kartoffelpüree. Könnte man also damit reintun, damit es noch ein bisschen fester wird. Ich salze das natürlich auch noch. Mit zu den Kartoffeln gebe ich jetzt noch eine angedrückte Knoblauchzehe, koche die etwas mit. Damit kann ich Kartoffeln gleich schon beim Kochen ein wenig aromatisieren. Jetzt kommen wir zum Zucchini-Mantel. Hier ist eine ruhige Hand und auch ein sehr scharfes Messer gefragt. Außer man hat zu Hause einen Hobel, mit dem man sehr schöne gleichmäßige Scheiben schneiden kann oder sogar noch eine Aufschnittmaschine oder so eine Brotschneidemaschine. Ich nehme jetzt die Zucchini und schneide hier an beiden Enden einfach mal kurz den Strunk weg und setze mir jetzt so hin, dass die Rundung sichtbar ist. Also nicht so, sondern die Rundung, und starte dann mit meinem Messer und schneide sehr dünne Scheiben daraus. Ich muss erstmal etwas begradigen. Etwa so 2 mm stark zu machen. Hier tut ihr euch einen großen Gefallen, wenn ihr beim Einkauf schon darauf achtet, dass ihr Zucchini nehmt, die nicht so groß sind, sondern eher etwas dünner im Durchmesser und sehr gerade gewachsen. Die Kartoffeln schale ich jetzt aus, gebe das Kurkuma dazu und stelle es einfach beiseite und lasse es so noch nachziehen. Die geschnittenen Zucchini-Scheiben nehme ich jetzt und lege sie mal in einer etwas größeren Schüssel oder in einem Blech aus und salze sie. Das Salz ist hydrostropisch, zieht also etwas die Feuchtigkeit aus den Zucchini heraus. Dadurch werden sie kalt gegart und farblich einfach etwas intensiver. Der weitere Vorteil ist, die Struktur wird weicher. Denn ich möchte ja später die Zucchini um den Fisch herumlegen und da sollten sie etwas weich sein, sonst brechen die mir. Eine Prise Zucker gebe ich auch noch drauf.
Und man kann jetzt schon sehen, dass es anfängt leicht zu glänzen. Das ist die Feuchtigkeit, die nun aus den Zucchini herausgezogen wird. Da die Brühe jetzt inzwischen auch schon relativ weit gekocht ist, schaue ich mal, ob der Sellerie schon weich geworden ist. Sieht sehr gut aus. Nun gieße ich noch etwas Sahne oben auf und lasse es langsam weiter köcheln. Den Fisch nehme ich jetzt auf mein Schneidbrett und da ist es so, dass ich hier das Filet verwendet habe, denn ich brauche noch ein bisschen Abschnitte für eine Farce. Eine Farce ist eigentlich das Grundprodukt, was man nimmt, also hier jetzt der Kabeljau und die Abschnitte davon und die werden ganz fein püriert mit etwas Flüssigkeit, meist Sahne und oftmals auch noch etwas Eiweiß oder Eigelb drinnen, damit mehr Eiprotein die Masse einfach stocken lässt, wenn man sie erwärmt. Ich verwende jetzt das Messer und schneide einmal hier entlang am breiten Stück nach unten und schneide somit den Teil des Bauches weg. Hier in diesem mittleren Teil sind die Gräten, die kann man entweder etwas aufwendiger herausziehen oder man nimmt sein Messer und schneidet einfach das Stückchen, wo die Gräten mit drinnen sind, es raus. Das hier schneide ich klein und gebe es dann hier in eine kleine Schüssel, in eine kleine Form. Ich habe hier ein Becherchen. Dann habe ich diesen etwas größeren Rückenstrang, den nennt man auch, wenn man ihn einzeln kauft, Kabeljau-Loin. Also da fehlt der Teil des Bauches. Den schneide ich hier einmal gerade und diese Abschnitte kann ich ebenso zu meiner Farce verarbeiten. Dann tue ich da rein. Und dann schneide ich zwei Stücke, die etwa gleich groß sind. Das ist das eine und das zweite nehme ich hier so. Diesen Part, den tue ich auch wieder zu meiner Farce verarbeiten. Und die beiden nehme ich dann und lege sie so übereinander und so habe ich ein richtig schönes Stückchen. Und um das Ganze zu verkleben und zu verarbeiten, dafür brauche ich dann die Farce. Für die nehme ich jetzt meine Abschnitte, die ich salze. Das kann man ruhig etwas großzügiger machen. Einen Pfeffer gebe ich auch dazu. Da wir beim Fisch schon relativ viel Eiweiß, also Protein haben, brauche ich jetzt eigentlich kein Ei zusätzlich dazu zu geben. Das macht man oft bei Fleisch. Flüssigkeit, also Sahne. Und um das zu aromatisieren, mache ich noch ein ganz kleines bisschen ein Pernod dazu. Das wäre es schon gewesen. Und nun nehme ich meinen Stabmixer und mixe die Masse mal richtig kräftig auf. Wenn man es jetzt sieht, ich hoffe, ihr tut es, es ist noch sehr dickflüssig. Das bedeutet, ich muss noch mal etwas von der Sahne dazugeben. Ich möchte eher eine cremige Konsistenz haben. So, ich schaue jetzt mal mit meiner Konditorpalette. Die Masse ist jetzt cremig und lässt sich sehr gut verstreichen. Ich habe auch keine Stückchen mehr drin. So soll sie sein, das ist genau richtig. Und genau davon nehme ich jetzt etwas. Streiche mir hier die Seite vom Fisch etwas ein, also die obere Seite des ersten Stückes. Und setze dann den zweiten Teil aus dem Rücken, wo es ein bisschen dünner geworden ist, obendrauf, aber genau umgekehrt, damit ich hier die breite und die dünne Seite habe. Und so entsteht jetzt ein sehr schön gleichmäßiges Stückchen von meinem Fisch. So kann ich eben auch die Schwanzflossen mitverarbeiten. Oder ich nehme direkt ein Kabeljau-Loin, ein großes Stückchen, wenn die Filets nicht so klein sind. Da kann man einfach solche Stücke rausschneiden. Damit die Farce noch ein bisschen schöner ausschaut, also was ich später außenrum um den Fisch packe, gebe ich noch etwas Schale, also das Grüne von der Zucchini mit dazu und ein paar kleine Würfel von der Möhre. Die nehme ich kurz, schneide sie klein, nachdem ich sie geschält habe. Die geschälte Möhre schneide ich erstmal wieder in Scheiben, etwa so 3 mm stark. Anschließend die Scheiben in Julienne und die Julienne dann in schöne gleichmäßige Würfelchen. Dazu setze ich jetzt noch ein Wasser auf, denn die müssen kurz blanchiert werden. Und solange das Wasser heiß wird, kümmere ich mich noch um die Brunoise von der Zucchini. Hier habe ich ein bisschen Verschnitt, als ich die Streifen oder Scheiben gemacht habe. Die kann ich jetzt wunderbar weiterverwenden. Und zwar schneide ich einfach hier
die Ränder ab, wo das schöne Grün dran ist. Und dann auch wieder zu kleinen Würfelchen, die sich Brunoise nennen. Und wenn es kocht, gebe ich zum einen die Möhren dazu. Die brauchen etwa so 30 Sekunden, das geht recht schnell. Ich warte jetzt 20 Sekunden davon und gebe dann die Zucchini rein. Blanchieren bedeutet einfach nur ganz kurz aufkochen für wenige Sekunden. Da wird auch wieder die Farbe intensiviert und sie werden etwas angegart, dass jetzt die rohen Gemüsewürfelchen in einer Farce nicht irgendwie anfangen zu verderben. Wobei man bei Farcen immer recht schnell arbeiten sollte. Also nicht 3-4 Tage im Kühlschrank aufbewahren, um Gottes Willen, nein, sondern direkt verarbeiten. So. Die Zeit ist rum mit den Möhrchen, jetzt noch die Zucchini und dann gebe ich die sofort durch ein Sieb durch und schrecke sie ab mit kaltem Wasser, damit der Garprozess, der hier im heißen Wasser begonnen wird, gleich gestoppt wird. Denn sonst gart es weiter und Zucchini vor allem werden dann gerne etwas grau. Die Brunoise sind jetzt abgeschreckt und kalt und die gebe ich jetzt mit dazu in mein Becherchen, wo die Fischfarce drinnen ist. Das verrühre ich jetzt schön und kann mich dann an meinen Fisch machen. Dafür nehme ich die Zucchini, die ich jetzt habe einweichen lassen, mit dem Zucker und Salz. Und ihr seht, die sind richtig schön flexibel geworden. Also so soll es sein. Die nehme ich jetzt, spüle sie ab mit etwas Wasser, damit die nicht ganz so salzig sind. Gieße das Wasser wieder ab. Und tupft dann noch mit einem Küchentuch etwas drüber. Auf mein Schneidbrett kommt dann Klarsichtfolie. Und auf die lege ich jetzt die schönen Zucchini-Scheiben. Und achte darauf, dass die immer leicht überlappen. Hier tupfe ich auch noch mal ein bisschen ab. Und dann packe ich den Fisch darin ein. Man könnte es auch noch aufwendiger gestalten, indem man nicht einfach die Streifen so legt, sondern die ganze zusammenflechtet, also so kleine Kästchen macht. Wie das ausschauen kann, zeige ich kurz in dem Bild hier. Die Farce verteile ich jetzt etwa so 4 mm dünn oder dick, je nachdem, wie man das Ganze betrachten möchte, auf den Zucchini und gehe mit der Farce relativ weit nach hinten, nur so den letzten Zentimeter, die letzten 1,5 cm etwa, lasse ich etwas weniger oder lasse es langsam nach unten auslaufen und dann setze ich den Fisch drauf, mittig, von rechts und links gesehen. Und unten so nach etwa 3 bis 4 cm. Und nun kann ich meine Glassichtfolie nehmen und diesen Fisch einmal so langsam einschlagen. Wenn ich so weit bin und es einmal eingeschlagen habe, spanne ich etwas diese Folie und rolle weiter. Und dann nehme ich die ganz locker hier. Im Idealfall gehe ich dafür kurz auf die Glasplatte von meinem Herd und packe das Ganze durch Drehen nach vorne ein, wie so ein Bonbon. So rolle ich weiter, mache das Päckchen draus, schlage dann die Folie einmal nach innen ein und so kann ich das dann, dieses Bündel, in meinen Dampfgarer geben. Ich nehme dafür 80 Grad Dampf und das Ganze gare ich für 12 Minuten. Wenn man keinen Dampfgarer hat, ist es auch kein Problem. Da muss man einfach dieses Päckchen nochmal mit Glassichtfolie einschlagen und die Falten gut zumachen und kann das Ganze in einen kleinen Topf geben mit Wasser drin. Das Wasser sollte dann eine Temperatur auch von den 80 Grad haben. Da muss man eben ein bisschen mit dem Herd spielen, dass man auch weiß, wo eben das Kochfeld das Wasser oder den Topf bei 80 Grad hält. Das tue ich jetzt in den Ofen und so lange kümmern wir uns noch um das Püree, die Kartoffeln und eine kleine, schöne, raffinierte Dekoration. Mein Sellerie ist schon weich, den muss ich eigentlich nur noch pürieren. Dafür darf mein Stabmixer auch wieder herhalten. Und beim Püree ist es natürlich so, je feiner das Püree ist, desto besser. Meine Dekoration außerhalb der Kräuter oder den kleinen Salatblättern, die ich noch auf den Teller ansetzen werde, und dem Forellenkaviar, den ich auch noch mit drauf mache, ist hier
ihr seht da so ein Stück schwarzes Papier, recht knusprig. Das ist Reis, den ich gekocht habe, bis er richtig matschig wurde. Ich habe den dann püriert und mit schwarzer Lebensmittelfarbe bzw. mit Tinte vom Tintenfisch eingefärbt und dann dünn auf ein Backpapier gestrichen und im Ofen getrocknet. Und so kann ich jetzt einfach hier so ein Stückchen rausbrechen und das dann gleich im heißen Öl ausfrittieren. Das geht dann auf wie so ein Puffreis. Und von diesem Reisblatt, von dem schwarzen, werde ich dann dekorativ auch noch was auf den Teller ansetzen. So, die Kartoffeln gebe ich jetzt zum Anrichten durch ein Sieb und in eine kleine Schüssel rein, in der ich sie einfach besser auf den Teller setzen kann. Und das Püree werde ich in einen Spritzbeutel abfüllen. Den Fisch richte ich links an vom Teller. Da mache ich eine kleine Nocke vom Selleriepüree hin, sozusagen als Sockel. Rechts davon meine Kurkuma-Kartoffeln. Und ihr seht, die geben so einen richtigen farblichen Kontrast ab. Sehr intensiv. Dann einige Punkte von dem Püree. Dann hole ich den Fisch aus dem Ofen. Den setze ich nun auf mein Schneidbrett und schneide den jetzt erstmal hier noch an mit einem sehr scharfen Messer. Jetzt kommt das Ganze natürlich auf meinen Teller. Es kommt dann noch etwas Garnitur dazu. Ich nehme hier ganz kleine junge Blätter. Dazu kommt jetzt noch ein bisschen von meinem Forellenkaviar. Das war es ein bisschen aufwendiger heute mit dem Gericht, vor allem mit dem Mantel außenrum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Ich habe ja versprochen, es gibt ein paar Sachen, die easy peasy sind und ab und an auch mal ein Bestandteil, den man schön in ein richtig tolles Menü einbauen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.